Herzlich willkommen zurück beim, was ist denn das hier? Das Geisellager in Afghanistan oder wie sieht das hier aus, hier gerade bei euch zweien? Vermummte Typen mit Käse. Oh, die Sonne geht unter. Typen mit Mumm. Ja, bei mir gibt es jetzt auch endlich wieder Spielzaun, nicht so wie in den letzten Folgen. Das tut mir nochmal leid, da bitte ich um Vergebung. Und da vorne sind Spieler. Genau. Der hat geredet. Der hat gesprochen. Hallo, hallo, hallo. Das ist gemein, das ist nur klein. Es ist schon dunkel, du musst ins Bett, Kleiner. Hier wohnen 5 Männer und es war schon lange keine Frau mehr zu Besuch. Doch, Sarazar ist doch dabei. Ah ja, stimmt, hab ich vergessen. Was? Ey, nur die 7 ist schon so benutzt das war, einfach. Das ist so passiert, ey, da konnte ich nichts für, es war ein Server-Bug. Konnte ich nichts für, sagt er. Obwohl mein Charakter in Saints Row echt heiß war, ne, Gronkh? Muss ich ehrlich mal, ganz ehrlich, nicht nur Hut ab. Ja. So, bei mir spackt die Anzeige hier gerade ein bisschen rum. Die Frame-Anzeige ist gerade ein bisschen am Spakulieren. Spakulieren. Ja. Mann, ich brauche ein bisschen Low-Quality-Metal. Hat noch wer Metal-Fragments ein bisschen für mich? Ja, hab ich. Cool, das wäre super. Tobi, der Tobi. 4 Pillars, warum geht dann dieser da. Verdammte. Oh, danke dir, das ist sehr nett. Metal-Fragments, cool, danke. Brauche ich da jetzt wahrscheinlich Stone Pillars für. Metal Pillars. Hallo, hallo! Ach, du warst das, nicht andere Spieler, oder? Von wegen anderer Spieler. Schon vor, steht einer so in der Prärie, guckt auf unser Haus und hört die ganze Zeit nur so: Hallo! Also, für die Metallfragmente, das haben wir mittlerweile auch gelernt, die brauchst du Metallfragmente und ganze Low-Quality-Metal machen, indem du dich einfach an eine Workbench stellst. Jetzt brauche ich noch ein bisschen was. Ganz wenig nur noch. Der heißt Kim Jong-un oder was? Das ist natürlich, ein schwieriger Name. Geht auch von 2 Spieler rum. Ja. Walle, oh, nee, Alter. Läuft er einfach weg? Wie er es nicht nimmt? Ach, ja, sorry. Ne? Läuft er einfach weg? Ja, nee, Benny, würde ich ihm jetzt nicht mehr geben. Ich dachte, er hätte mir alle nicht zugehört, so wie immer. Sarazar redet? Redet der? Was? Das war doch gar nichts. Was? Metal Fragments hast du mir zugeworfen? Ja. Brauchst du die nicht? Doch, ich brauch die, aber irgendwie anders hat die genommen. Also das war glaube ich, was der Benny eben hingeworfen hat, war Low Quality Metal. 5 Ach Stück. Ach so, stimmt. Ja. Ach so, direkt Low Quality Metal, ja. Alter. Boah, ey, das ist ja mega geil. Jungs, wie ist denn das? Ah, danke, wie cool. Jetzt brauche ich eine 9mm Pistole. Wir müssen Holz sammeln, ne? Kann das sein? Und das bei Nacht. Ja, aber warte, lass mich erstmal die 9mm basteln. Ich glaube, auch Holz brauchen wir auf jeden Fall dringendst. Weil dann, ich habe große Pläne. Ich will hoch hinaus noch mit unserem Gebilde hier. Ja, das ist halt Empire State Building. Was ist denn das? Das ist ein Dreck dagegen. Das ist der Ras Khalifa ist das. Sehr gut. Nee, dann würde ich sagen, bevor jetzt da weiter noch Witze gemacht werden, die... Ja, wir verstehen dich schon, Ja, das ist schon. Sag einmal nichts. Ja, los, lass mal losgehen, weil sonst kommen wir nämlich in die Phase, Tanz, die Junge, total Tanz. Dunkel ist. Was war denn Small Stash jetzt eigentlich? Was macht denn so ein Small Stash? Hast du noch in der Hose? Wie der Tobi da lachte. Will ich gar nicht wissen, woher du weißt, was ich in der Hose habe. Das wissen wir doch alle. Also ich hab dich nicht gesehen, als du beim Duschen... Ach nee, sag ich nicht. Das geht zu privat. So, nee, aber ganz ehrlich, was sind die so ein Small Stash? Das ist so ein Beutel. Was macht man damit? Den Rough Styles, Gronkh, den rufst du immer an, wenn wir aufnehmen, oder? Nee, die connecten alle. Let's Play Onkel und David habe ich gerade auch schon gesehen. Der war gerade noch bei GTA Online. Okay, aber ganz kurz, das Small Stash, was ist denn das? Weiß das jemand überhaupt? Nee. Ist das beim Crafting oder was? Genau. So ein Beutel mit einem Fragezeichen drauf und ich frage mich, was das ist. Ach so, das ist einfach nur ein Beutel, da kannst du auch was reintun. Damit kann man sein Inventar vergrößern? Das glaube ich nicht. Ich habe mir übrigens oben was eingerichtet. Ja, du hast eine Kiste. Ja, du hast eine Kiste gemacht. Wird aber aus. Und hier so ein schönes Bett. 10 Leder gemacht. Also, das ist ein kleines Säckchen. So ein Ranzen kannst du dir binden. Papier und hat er da drin und einen Stein. Ey, das ist meine Kiste. Aha, was er da alles drin hat. Ey, Mann. Blutinger. Sollen wir mal losgehen? Ich will meine private Kiste, ja. Hier oben gibt's, da hast du die Finger von meiner privaten Kiste, ja? Voll bepackt. Ich habe schon voll viel in die nicht private Kiste gepackt. Voll bepackt, ich habe dir auch eben mal was gespendet. Das Leben schöner machen.
Hinein ins... Wir-Killen-Feeling. Er lebt in seinem Geschmack. Wir-Killen-Feeling. Guck mal, hier ist ein, eine Hütte. Wir werden hier gebaut. Ne. Haben wir den schon getötet? Naja. Oder der ist nicht on oder so. Der ist auch nicht ganz fertig geworden. Oh, da hinten ist ein Spieler übrigens. Oder ist das wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben wieder, ne? Moment, also da sollen wir einfach den Spieler. Die Leute. Hm? Wollt ihr den nicht abchecken? Weil, na klar. Die Leute hier mit... Habt ihr alle Türen zugemacht? Ich hab die Tür zugemacht. Sehr gut. Wen haben wir denn da? Hey, Armer bei Sexy. Hey, bleib stehen! Wir sehen dich! Ihr seid bei einem ganz anderen Spieler als ich. Gleich haben wir ihn, Jungs! Guck mal, der hat eine richtig große Hütte inzwischen. Ah ja, nur die Ruhe, das knallt. Let's play, Onkel. Doch, wo seid ihr denn jetzt hin? Weil ich bin zum ganz anderen Spieler gelaufen, warte, als ihr meintet. Warte kurz. Warte, ich sehe euch, die Taschenlampen verraten euch. Schicke Hütte, wäre doch schade, wenn das passieren würde, oder? Man merkt echt, dass ihr aus dem GTA 5 gerade kommt. LP. Was willst du denn, Alter? Vorsicht, da sind mehrere drin. Wir gehen in Lauerstellung, Jungs. Die hören uns sowieso nicht. Also ich könnte ihn ja durch das Fenster jetzt abknallen, ne? Wir können den durch das Fenster abschießen, sollen wir? Wer ist denn da, Alter? Nein, das ist der Rough Styles. Ah, der ist doch cool. Wir hatten jetzt geschossen. Weiß nicht. Du, Sarasa. Ja. Nein. Abgegeben. Das war nur eine Warnung. Du bist auch so ein alter Klempner. Das ist geil. Wir müssen jetzt wieder mit Äxten gegenschlagen. Mal gucken, was passiert. Das sieht so aus, als wäre da eine Leiche drin. Oh, wer schießt da? Der schießt doch nicht auf mich. Da ist doch eine Leiche drin, oder? Schläft einer. Doch, der ist jetzt kommt raus. Der kommt raus und ist jetzt gerade. Was macht denn der? Ich weiß es nicht. Die haben auf jeden Fall eine Metalltür. Die haben hier, glaube ich. Haben die schon? Wo ist denn der hin? Der ist wieder rein. Die haben noch eine Tür hier hinten. Hier hinten ist da noch eine Tür? Ich glaube ja. Wie crazy. Na gut, wir wollten ja eigentlich Holz sammeln, ne? Warte. Kommt noch ein Spruch, oder was? Warte, ich mach mit. Los, reiß alles ein! Das ist geil, Alter. Ich lach mich tot. Ey, der arme Kerl, ey. Das ist aus, hier in dem Spiel. Hm? Ja, es gibt auch Haftbomben, also sowas in der Art. Ach ja, aber damit kann man dann so Wände einreißen. Ach so, die braucht man. Habe ich aber noch nicht gebaut. Weiß gar nicht, okay, lass die Haftbombe da liegen, wir kommen später wieder. Der hat geschossen. Ja, der ballert immer nur mal so in seiner eigenen Wohnung rum und macht so Zielübungen an der Wand. So. Wir sind hier auch in der Nähe vom Ballaton. So, haben wir schon wieder was erledigt. Ja, sehr gut. Erstmal in Nachbarschaft Respekt eingeflößt. Währenddessen wurden wir wahrscheinlich zu Hause gelootet. Ja, aber Bäume lohnt sich vergessen. Ich habe extra die Tür aufgelassen, um es ein bisschen actionartiger zu machen. Ja, das glaube ich. Sehr gut, sehr gut. Obwohl, man kann jetzt momentan gar nicht so wirklich viel looten bei uns, ne? Irgendwie die Frage ist, bleiben wir wirklich zusammen? Irgendwie sind diese Leuchtaufsätze von euch noch total buggy. Die sind total die fiesen Stroboskope. Die flimmern überall, ne? Ja, wenn ihr lauft, aber ich brauche die, sonst sehe ich hier in meiner Nacht nichts. Dann sind das fiese Stroboskope. Ich hab ja früher auch Nachtwanderungen gemacht mit meinen Eltern auf meinem. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los. Ah, wieso? Jetzt kommen die Geschichten. Ja, wieso? Wieso? Nee, nur so. Damals mit der Flöte. Das war klar, dass du die Geschichte wieder erzählen möchtest. Wir wollen sie jetzt nicht hören, Sarata. War eine Querflöte, die kam nicht mehr raus. Das stimmt doch, oder? Oder war es eine Blockflöte? Der ganze Block. Nee, es war eine Blockflöte. Die Frage ist, ganz kurz, wohin laufen wir jetzt genau eigentlich? Wir laufen jetzt immer, wie immer, rechts vor. Schöner Mond. Aber da sind doch irgendwo die roten Bären. Ja, aber ihr habt ja alle so geile Waffen. Hier ist wenigstens mal... Nee, ich kill keine Bären mit solchen Waffen. Ich tu mir lieber was anderes da, um den Slot, den Bogen nämlich. Ah, das ist nicht automatisch ersetzt. So. Sind die... Oh, man sieht gar nichts. Schon da? Ja. Alter, das ist bitter, meiner. Ah! Nice!
Schon welch? Sehr gut. Turbinator hat geohnt. So, ich hab mal Licht. Ich wollte auch noch was zeigen. Ich wollte mal ein Research Kit. And it requires a workbench. Okay. Komm, hol dir das Schnitzel. Ich habe auch eben noch, als wir nicht aufgenommen haben, ein bisschen Essen auf den Grill gelegt in unserer Hütte. Also da dürftet ihr was finden. Ah, sehr gut. Ich habe in der letzten Folge auch ganz viel Essen gemacht. Ey, ich finde aber keine Woodhatches mehr. Was ist denn da los? Es ist dunkel. Da sind noch mehr Wölfe. Aber hier sind relativ viel Steine. Alter, ich kann die nicht so killen. Der Tobi macht das, der kann das. Ich hab ihn erwischt. Juhu. Cool, ich hab Munition. Warte, Alter, wie schnell der Sarah zu einem Rucksack ist mit dem Kopf. Einer von euch hat. Ja, ich stand direkt daneben. 5 und 6 Ganz viele Tiere. Achtung, ganz viele Tiere. Ich seh nichts. Ich seh gar nichts. Ach da. Scheiße, ich muss nachladen. Der ist down. Cool, dann nehme ich mir das Zeug. Ah, ne, ist ein Tobi. Vorsicht, Bären. Ich hab den. Nee, der lebt noch. Du musst deinen Rucksack gebrauchen. Einer ist weg. Ah, warte, ich muss nachladen. Oh, der beißt da rum, der Typ. Ich wollte auch mal! Kämpft erst den Bären, Leute! Alter, ich seh nix! Ich hab kein Licht mehr! Na gut, ich mach Licht, ihr schießt! Ist down! Ha! Hab ich! Super! Wie schnell das Looting hier abgeht! Ja, der mit dem Licht, der kann. Ey, ich hab keine Muni mehr! Ich brauch Muni! Shit! 9mm Ammo bräuchte ich! Dann kann ich mir Alter, wie dunkel es plötzlich ist! Ne? So dunkel! So, hier sind nochmal Steine zumindest, aber irgendwie Hatches habe ich noch nicht. Boah, beinahe wird das Spiel wieder abgeschlossen. Vorsicht, Ja, bei mir auch gerade. Wer hat denn den Bären? Ich. Hilfe! Dann mach die Fackel wieder an, ich sehe sonst nichts. Ich hab die Fackel an. Nochmal! Wenn ihr Schrotmunition findet, werde ich euch verbunden. Ach, Gott sei Dank. So. Sofort auf den Rucksack. Ich hab den nicht. Wer hat den? Alles ich hab keine Ahnung, ich sehe überhaupt nichts jetzt. Ich sehe auch nichts. Ach Leute, ich mach mal Licht. So. Ja genau, nicht vergessen hier auch die Blute. Ja. Da, ey, das ist ein Woodhatchet. Woodhatchet, Gott sei Dank. Lass mich den mal direkt holen. Ach so, egal, ich kann dir das eh geben. Das tust du bloß nie. Natürlich. Natürlich. Hier ist irgendwo ein Wolf, warte mal. Hab ich keine Muni, ey. Einmal hab ich getroffen. Alter, im Hintergrund voll die Benny Hill Show aus mit dem Wolf. Aber der andere ist noch unterwegs. Der andere ist noch unterwegs. Ich helf dir mit dem Wolf, Ich hab Shotgun Blueprint. Ist down. Ah, cool. Geil. Sehr geil. Ich kann Shotgun craften, das ist schon mal ganz gut. Ja, für alle. Ein bisschen. Der hatte keinen Blueprint hier. Klar, so, wir haben jetzt eigentlich die Shotgun Muni Blueprint, das wäre super. Noch ein paar Steinchen. Ich finde es irgendwie heftig, wie viel Zeug man braucht hier, um ein bisschen ausgerüstet zu sein. Ja. Das ist echt schon krass, oder? Aber es ist ja auch momentan noch so ein bisschen das Einzige, was man überhaupt machen kann hier insofern. Ja, obwohl ja. PvP und so, ja, kann schon spannend werden. So. Mein lieber Scholli, wir sind immer nur so nette Leute, aber ist ja auch gut so. Genau, wir... Ja, wir wollen keinen den Spielspaß vermieden. Irgendwie. Es war bei DayZ ein Riesenproblem. Wir verfolgen Leute ja auch nicht in ihr Haus oder so. Immer zu vertrauen. Nö, wir klopfen auch nicht mit der Axt dagegen und sowas. Und ja, gut, das ist aber Spaß. Das wir wissen wir. Ja, das ist gut. Ich habe gerade echt viel Wood geholt. Ja, ich auch, aber das langt noch bei weitem nicht. Nee, das ist eher Tiger Wood. So, wo seid ihr? Tiger Wood. Hinter dir. Ah, sehr gut. Die Ratten. Ich sehe euch nicht mehr. Ihr seid plötzlich abhanden gekommen. Boah, ich habe sowas von Hunger. Hat irgendjemand von euch noch was zu essen? Weil ich habe gar nicht. Ja. Ah, nee, warte mal, ich habe noch. Stimmt gar nicht. Ah, super. Oh, das ist nicht gut, dass ihr jetzt weg seid. Ach, Tobi. Hallo. Wo seid ihr denn? Ich war jetzt wieder da. Wir sind durch so eine kleine Enge gegangen. Ah, nach Norden. Hey. Weiter weg vom Lager. Dann lass uns mal ganz kurz auf Walle warten. Hier, siehst du meine Fackel? Hornkönig Sarazar. Geh Richtung Straße. Geh Richtung Straße. Ah, ich seh die Fackeln, das seid ihr da, ne? Ja, genau. Einer hat eine Fackel, einer ist halt mehrere. Hier das sind wir aber radioaktiv, ne? Wenn er gleich da ist, schießen wir. Ist nur ganz kurz. Okay. Wir sehen euch jetzt ziemlich ähnlich, ne? Ja, aber ist alles gut. Ich bin hier nochmal beim Stein. Der Rumpel ist wieder vorausgelaufen, Ja, ich bin nur gerade eben mal in die Radioaktivität reingelaufen. Da gibt's nur eine Kiste, die man looten kann. Boah, ich brauch so dringend Munition. Und da sind Tiere. Es heißt übrigens, dass die Zombies überhaupt nicht mehr wiederkommen, ne? Habe ich gelesen. Nee. Sie wollen ja irgendwie vielleicht Vampire oder irgendwie sowas machen, aber ganz ehrlich, das sind Vampire, das ist ja auch albern. Finde ich ein bisschen, ja. Schön. Gut gemacht. Sind eigentlich Tiere voll in Ordnung. Alter, der Sarazar ist unfassbar. Ich finde Tiere auch gut. Ja, ich bin flottiger Lobby. Und das Research Kit ist ziemlich geil, weil da können wir Pläne mitmachen nachher. Sehr nice. Wer war das jetzt gerade? Doch mal. So, warst du das, Sarazar, auch der geschossen hat gerade? Nee, das war der Gronkh.
Ich habe nur dahinter gestanden diesmal. Hier sind noch mehr Wölfe, Leute, aber ich habe nur einen Bogen im Moment. Mann. Ich will auf jeden Fall mehr Ressourcen. Ich will jetzt nicht so viel hier Ballerei machen. Sehr gut. Bin ich gut. Wow, ich bin richtig schnell gerade. Wie hat der gleich hinrennt? Metal Wall, Metal Stairs. Naja, hier ist noch ein Wolf. Ja, aber Metal Stairs sind cool, Alter. Oh, warte, warte, bevor du den Wolf holst. Hier ist Wood. Warte, warte. Greif mich kurz an. Oh. Sag mal, wo seid ihr denn jetzt hin? Shotgun Shell. Einfach schnell E drücken, ey. Ja, mache ich ja, aber ich komme gar nicht so schnell dahin, weil ich den Wolf ja töten muss. Aber das ist ganz gut sogar, dass ich die bekommen habe, weil ich hatte die ganze Zeit keine Shotgun-Muni. Dabei ist übrigens wieder drei. Wo seid ihr denn jetzt hin? Greif mal trotzdem weiter mit dem Bogen an. Warte. Seid ihr an der Straße? Hm? Siehst du das, Rumpel? Ich weiß nämlich nicht, wo du bist, ehrlich gesagt. Ich bin an der Straße jetzt gerade. Dann kommen wir mal in die Richtung, Haus. Da ist nämlich... Da was ist hast du da für eine Tier. Mütze an, Gronkh? Ist das eine Lasermütze? Ja, ja, ja. Oh, warte, Wolf, ich Wolf, Wolf! Ah, warte, warte! Au! Ich lade gerade nach. Schon die ganze Zeit, ey. Ich muss unbedingt mal ein Kit nehmen. So, jetzt fresse ich mal eine Runde. Wir kommen langsam... Ich glaube, wir kommen langsam in Richtung Straße. Lass halt im Moment das Essen liegen, weil wir eh genug haben, ne? Da hinten rennt einer mit einer Fackel. Ja, das bin ich. Ah, hier, Rumpi. Okay. Warte. Boah! Vorsicht, Wolf, Vorsicht, Wolf! Ja, hier sind ganz Alter, viele. Hier sind auch noch Bären und sowas. Ein bisschen aufpassen. Alter! Das geht gar nicht, ey. Wie laufe ich mit den beiden überhaupt hier rum? Ich mache ja gar nichts. Gibt's denn hier auch noch Ressourcen? Ihr könnt gerne den Vortritt geben. Wer ist das? Alles der Rumpi. Alter! Kleiner Drecksack. Was? Nehmen wir mal gerade genau ein bisschen. Oh, okay. Mist, wo tue ich denn das hin? Ich hab zu viel. Boah, eigentlich mal ein großes Medikit. Oh. Nein. Ich muss ein bisschen auf mich aufpassen. Was los? Benni, was los? Wo denn? Wo bist du? Benni, nein! Ich bin bei den Bären. Ja, bei den Bären. Was? Rumpel, du warst da. Da, wo das Gras wächst. Warum hast du den Fackel nicht mitgenommen? Ja, weil ich hab ich da reingelegt, damit die Rations mit Turbinator, okay. Ich sehe dich jetzt gerade nicht. Ihr seid so schnell weg hier. Boah. Das ist unglaublich. Auf Benni, der Straße oder was? Auf der Straße? Auf der Straße. Okay, dann laufen wir zur Straße. Man hat aber noch verdammt Straße komische Sicht. Süden. Vielleicht soll ich nochmal die Sättigung ein bisschen erhöhen, obwohl dann wird es ja noch weniger sehen. Ja, das ist jetzt gerade weil jetzt hier gerade die Sonne gleich aufgeht. In welche Richtung denn? Also wir sind jetzt gleich an der Straße, schon ein bisschen angepasst, an der Bild, Kurve von der Straße. Ich weiß gar nicht, da komme ich auch so leicht. Okay, ich glaube, wir sind aufgeteilt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo irgendwer ist. Gern mal zu dem Haus da vorne, das kennt der Benni. Und da sind auch Spieler, oder? Hat jemand eine Fackel zu, weil ich gerade komme? Warte, da ist er. Leute. Oh, und der hat eine Begleitung dabei. Ich zücke meine Schrot. Oh, voll verfehlt. Schade. Leute, wo seid ihr denn? Hey, geil. Wo seid ihr denn? Ja, hier. Bei dem Haus auf der Straße. Auf ich der weiß Straße nicht, beim Haus. Ich weiß nicht mehr, wo die scheiß Straße sind, jetzt alles so kackrot. Doch, die kennst du doch, die Straße. Ich glaub, wir haben hier noch gerade einen schwarzen Wolf auch noch hinter jemandem her, ne? Ja, hinter dem Benni, aber ich habe keine Muni mehr. Ich habe noch welche. Hinterm Sarazar. Vorsicht, da ist noch ein Bär, ne? Oh. Ihr dürft ja jetzt nicht auch noch den Bär der ist hinter dir, der ist schon längst da. Der Benni ist genau da vorbeigelaufen. Kann ich mal wieder. Oh, sehr schön. Danke. Nein! War ein guter. Übernimm. Ich kann im Moment, ich sollte die Muni wegnehmen. Boah, nicht jetzt. Ah, boah. Was, Benni ist tot? Ja, ich bin tot. Was? Scheiße. Was? Scheiße, wir müssen die Sachen retten von Benni. Geholt. Da liegt der. Tja, ich Benni, du Ahnung, weißt wo, wir warten hier auf. Ja, wir warten hier. Ah, das ist der schwarze Wolf. Achtung. Oh, oh. Boah, ich muss nachladen. Ja, ich hab keine Waffe. Ich auch. Oh, Leute. Pass auf, gleich warte. Nein. Getroffen. Weg. Ja. Oh, danke. Shit, ich hätte auch schlagen können, hab ich gedacht. Oh, ich fällt mir die Blutverstopfung. Scheiße, ich hab mir gerade ein großes Herzpack reingepackt. Ich muss unbedingt Lebensenergie kriegen. Okay, wir müssen jetzt eher echt warten. Es wird hart. Wo ist denn hier das Zeug von Benni? Ich nehme jetzt auch mal die Schnitt. Ja, hier liegt der Benni. In zwei Minuten liegt der Benni. Ja, aber wir warten auf, dass sein Zeug. Willst du dich neu ausrüsten? Ja, lass dem auch bitte die Klamotten. Nichts davon nehmen. Wär mies. Was denn hier mit. Zeig mal gerade, was du hast hier, Benni, ne? Das kann ich immer zeigen. Jetzt bin ich auch der Occupier, solange ist ja alles safe. Und was? Ich hoffe, das spawnt nicht. Wahrscheinlich sehen wir jetzt im LP, wenn wir bei Sarazar ins Video gucken, einfach wie er sich so langsam die ganzen Sachen rüberzieht. Ist alles safe, ich hab's occupied, ist alles gut. Macht sich noch so Inventarplatz frei und so. Also deine Leiche ist weggespawnt gerade. Ja, ja, habe ich auch gerade. Mir schöne Sachen genommen. Ja. Ich nehme auch echt mal gerade seine Klamotten, weil die so cool sind. Damit der die sicher hat. Nicht, dass es gerade gleich wegspawnt. Ja, nee, das wäre ganz, ganz blöd, ne? Ja, wenn ich das dann liegen lasse, ist echt blöd. Ja, nee, dann lass es lieber du, als dann, wenn es gar keiner hat und so, ne?
Boah, ich hab mein Inventory ist voll, Leute. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Achso, will jemand Large Wood Blueprint haben? Den habe ich nämlich noch nicht. Hast du den schon? Large Wood Blueprint? Für was denn? Das ist also ich habe deine Jacke, deine Hose und dein Revolver, Benny. Die große, okay. Super. Warte, ich leg's dir hin. Kiste. Hier, nimm erstmal das hier, das ist nämlich das Wichtigste. Gronkh, Tobi, ja? Wollt ihr die, ja. Wollt ihr die haben? Habt ihr die schon oder noch nicht? Huch! Huah! Aua! Alter! Tobi! Ich sehe da gerade nur so einen Kopf von innen auf einmal. Danke. Dachte gerade, was ist das denn für eine fiese Kreatur? Gib die dem Gregor ruhig. Ich brauch die nicht. Boah, ich brauch unbedingt Shotgun Shells. Also, einfach mal lesen. Ja, Loot-Roboter immer. Leg jetzt hier hin, Gronkh. Ah, super, danke dir. Hat nicht mal eine Spitzhacke und will hier mit den Großen mitpissen, ey. Ja, weil ich versuche, mir eine Spitzhacke zu machen. So. Okay, ich bin hier immer noch in der Nähe des Hauses. Ich habe 2 Meter Sportpisser, nett, dass ich den Großen, weißt du? So. Oh, ist das cool hier, das Reh einfach in den Sonnenuntergang verfolgen. Oder Aufgang. Ah, Wut. Ich habe auf jeden Fall einiges, was ich hier sind noch Ofen 2 Bären. Kann. Habt ihr noch Waffen? Oh, wer schießt? Huch, das war wohl ich. Schönes Reh auf jeden Fall. Tja, ne, schöne Hinrichtung gerade. Kommst du mit mir? Ja, das dauert so lange, die Sachen zu looten. Die muss man ja einzeln. Okay, oh, Inventory full. Auf Zeit. Ja, das ging mir bin hier in direkter Umgebung, wenn irgendwas ist. Wir sollten ist. Vielleicht mal allmählich zurückgelaufen. Ja, warte mal, der Benny lootet hier gerade noch seine Sachen. Der ist doch gestorben. Wir müssen ja ein bisschen safe sein. Da kommt den jetzt abknallen. Deswegen ist er da. Ich muss unbedingt mal mein Inventory ein bisschen leerer machen. Okay, ja, hast du alles? Dito. Ja, hab alles. Okay, wer ist das? Das ist der Gronkh, oder? Nee, Tobi. Hallo. Da ist noch Holz. Sammeln wir nochmal ganz schnell Holz ein. Wir sollten hier das noch abgrasen eben, Jungs. Das ist echt ganz gut gerade. Nimm das Holz mit, ich gehe zum Stein. Jo. Da steht doch wer, oder? Ah, nee. Da sind Schatten. Bei mir dauert es ja mal ein bisschen länger mit der kleinen Axt. Ach so, hast du keine Pickhacke. Nee. Man wird aber Zeit, das ist echt wichtig. Wir können uns jetzt ja gleich mal ein bisschen Waffen craften. Das ist ein guter Plan. Kann jemand von euch Shotgun-Armor machen? Ich kann warme Luft zum Stinken bringen. Das stimmt, das kannst du sogar besonders. Das ist ein ganz neuer Spruch, den habe ich noch nie gehört. Der einfach nur den Sarazar dahin. So, sollen wir wieder zurück oder was? Wo seid ihr denn? Alter! Ich hab euch wieder verloren. Damn it. Ey, hier ist ein Schwein. Ich wollte nur das Schwein treffen. Ach, das war's ja du. Ah, ey, nicht schießen, du Wahnsinn! Oh, Hilfe! Ja, Alter, ich verblute hier gerade, du Pisser. Ja, dann nimm doch einen Medipack. Hilfe! Ich hab kein Medipack mit. Da hat jemand 2 Bären hinter mir. Jetzt hab ich wieder ein Medipack. Warte, ich hab. Das ist easy. Alter! Wenn ich jetzt wegen dir gestorben wäre, Alter, wäre ich pissig gewesen. Ist aber nicht. Ich bin ja auch noch da. Der Bär! Ja, genau deswegen ja, Walle. Genau deswegen ja. Jawohl, wir haben sie alle. Oh, Gott sei Dank, ey. Wird auf mich geschossen oder verblute ich gerade? Nee. Ah, ich verblute. Ja. Und da schießt auch schon wieder jemand. Ist das Sarazar? Nee, das war ich gerade. Ich hab noch ein Reh. Ich bin hier gerade noch ein kleines Schwein. Hat jemand ein Medikit gerade zufällig? Aber bei den Schweinen lohnt es sich nicht, das mit der Pickaxe zu machen. Hier bei den Jungs. Warte, ich geb dir komm. Dir eins. Achso, okay, super. Okay. Mach auch mal Medikits. Das ist mein letztes, aber... Ich blute. Wie viel Schaden hat die Pickaxe gemacht, Gronkh? Weißt du das im Kopf? Hast du so gesehen? Ungefähr. Also zieht ordentlich runter. Ich war gerade unter die Hälfte. Ich war fast tot. Oh, echt? So krass. Geil. Aber der Tobi hat mich ja vorher auch schon getroffen mit der Pickaxe, deswegen. Okay. Weil du dich in mich gestellt hast. Ja, weil du dich in mich gestellt hast. Du stehst gerne in mir, ich weiß. Na, lieber so als umgekehrt, ne? Man ist immer gut, wenn man weiß, ob man das Nadel, ob man die Nadel oder das Kissen und so. Komm. Ja. Geh mal nach Hause. Eine Sekunde, ich crafte gerade noch ein Medikit zur Sicherheit. Benny sieht so fies aus mit diesem komischen Turban, den er da aufhabt. Aber das ist eigentlich ziemlich gut. Du hast ihn auch an. Naja. Achso. Ah, der Tobi hat endlich mal ein Hemd an. Das ist ja schön. Ja, Gott sei Dank. Ich habe das letzte Mal, als ich gestorben bin, meine ganzen Sachen verloren, meine Klamotten. Guck mal hier, eine Lederhose. Lederhosen? Haben wir aber alle. Oh, geil. Nee, ich nicht. Ich bin ja gestorben letztes Mal. Oder hab ich schon eine Lederhose? Kevlar-Pants habe ich sogar. Sehen wir alle gleich aus. Die sehen Kevlar Pants ist geil. Ist ein bisschen blöd, dass es nicht so eine Variation bei Klamotten hat, finde ich. Doch, hat es doch. Ich habe hier grün, dann haben wir Jeans. Aber das ist.
Das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Finde ich auch, ne? Blau mit den Kevlar-Pants. Ja, die Lederhose, die jeder haben kann, die sieht immer gleich. Nee, er sieht den Rock und der Dings so dunkel bei dir. Aber deine Mütze sieht total geil aus, Krok. Was habe ich denn für eine Mütze? Ich kann die ja selber nicht sehen. Die sieht blöd aus. Das Araber-Ding ist fast besser. Ich finde es lustig. Das ist eine Ledermütze. So, go, go. Wahrscheinlich ein Gagball oder so. Gagball. Nee, das sieht aus wie so eine typische Fischermütze, so ein bisschen. Fisherman's Friend. Ah, okay. Boah, Alter, meine Frames sind gerade wieder am rotieren. Ich sollte vielleicht nicht nebenbei rendern. 25, ja, und vielleicht mit der Elgato aufnehmen. Aber da verpeilt es ja manchmal irgendwie, weil es irgendwie Probleme gibt, den Ton, auch wenn du ihn hörst und der nicht aufgenommen wird, das ist natürlich auch bitter. Ja, ja, aber wenn ich mit Dextery aufnehmen kann, bin ich immer sehr dankbar, weil ich dann die Folge rein nicht mehr schneiden muss, dann habe ich die direkt fertig. Ich schneide das halt. Das passiert ja auch immer auf viel off. Das finde ich ja ganz nett, dass man sich inzwischen tatsächlich so ein bisschen auskennt, ne? Man hat nicht mehr so die Angst, dass man sich verläuft oder so. Ja, aber man muss ganz klar sagen, dass wir uns auch die ganze Zeit in derselben Gegend aufhalten irgendwie. Das stimmt. Das ist nicht so cool. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge halt so einen richtigen Rundtrip, ne? Ja, können wir mal machen, dass wir mal weiterlaufen. Erstmal fangen wir an. Einer Stelle bleiben, sondern einfach immer weiterlaufen. Genau, aber da müssen wir uns natürlich vorher noch eindecken mit Essen, mit Munition und all solchen Sachen, bevor wir. Ja, und wir müssen vor allem unser Gebäude gut sichern, weil wir sind ja dann halt echt auch weg dann. Ja, aber das muss ja eigentlich nur zu sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt einer in so einer schnellen Zeit geschafft hat, Dynamit. Im Endeffekt bräuchten die nur zwei, drei Sachen nach oben zu bauen und dann wäre es schon wieder darum geschehen. Ach, das doch nicht. Ja, aber ist. Ja, Stone, aber du weißt ja. Man hielt nicht mehr so schnell hoch, übrigens. Ja. Also dauert das sehr viel länger. Ja, nicht hast mehr recht, leider. Aber ich bin kaum falsch. Mensch, hier haben so viele Leute gebaut, dass sie die ganze Landschaft verändert hat irgendwie. So. Wir haben schon Nachbarn mittlerweile. Ein paar Nachbarn. Würde gerne das Holz anstreichen können, das wäre auch cool. Ja, das stimmt. Und mit so einem Pinsel oder so. Oder verschiedene Holzsorten haben, ne? Und sowas. Ich wollte dich übrigens nicht verletzen, Gronkh. Ich hatte nur mir den Spaß erlaubt, weil du einen Witz gemacht hattest. Es sind die Narben auf der Seele, Walle. Es sind Narben auf der Seele. Es tut mir leid. Bruder, du musst nicht weinen jetzt. Ich crafte dir ein Taschentuch. Wir brauchen Handmade Shells. Ich könnte die ganz gut brauchen. Dann werfe ich was, Taschentuch? Okay, Handmade Shells mit dem Tobi. Ich brauche entweder 9mm. Oder, und hier gibt es übrigens ganz viel Sulfur im Ofen, falls ihr braucht, ja? Und ich habe noch Leather Pants, die könnte ich auch noch weitergeben. Da habe ich alles, ist kein Thema, alles cool. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache mal mit dem Research Kit auf Paper. Und you can now craft Paper, das ist ja geil. Paper habe ich aber auch noch hier, ich weiß noch gar nicht, und das Research Kit müsste ich dann, das ist aber voll sinnlos, dass ich es auf Paper gemacht habe, oder? Ja, weil er will Papers craften. Ja, das bringt ja nicht so viel. Scheiße, hätte ich mir das... Ja, ich müsste das auf die 556 Ammo machen oder so. Oder auf. Hat jemand ein Schrotbullet? Ganz kurz, nur einen? Nee, ich hab nur eine Handschelle. Rumpi, du hast doch eine Schrotflinte, oder? Warte mal. Der Gronkh hat. Ich hab eine Schrotflinte, ja. Ich hab auch einen Shell. 9mm Ammo, die ich abgeben könnte. Ja, das ist auch nicht. Wenn du mir einen geben könntest, wäre cool. Aber warte, ich unloade die Schrotflinte. Ich hab eine Idee. Will mal was probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ah, you must be at the workbench. Vielleicht kann ich dann Schrotmuni craften. Erstmal wieder Wood. Ja, es klappt! Geil, das Research Kit ist oberfett. Ich kann jetzt Shotgun Shells craften. Das ist ja cool. Oh mein Gott, das. Und ich hätte beinahe mal so eins weggeworfen, wenn ich es übertan habe und dafür voll den Shitstorm bekommen habe. Ich erinnere mich nicht mehr, ich verdringe es. Alter, wie geil! Jetzt können wir Paper craften. Scheiße, das ist auf Paper. Ich dachte, man müsste das mit Paper kombinieren, um dann so eine Rezeptvorlage zu haben. Deswegen habe ich es auf Paper gezogen. Aber das ist falsch. Research Kit, Jungs, wenn ihr eins findet, auf den Gegenstand, den ihr lernen wollt. Das heißt, du hast einen jetzt erlernt, den du in den Fahr hattest, oder was? Genau, also ich habe im Inventar einfach das Research Kit auf den Gegenstand gezogen, den du im Inventar hattest. Und dann ist ja quasi so, dann kannst du es untersuchen und hast dann den Plan quasi dafür gemacht. Okay. Das ist ganz geil, weil ich muss ja Shotgun Shells machen können. Und jetzt kann ich das. Das ist ganz gut für uns alle. Cool, Gunpowder Metal Fragments. Ich habe dem Tobi natürlich sau viel Gunpowder gegeben. Ich habe eine Pickaxe, wo kommt die denn her? 5 Stück habe ich jetzt nur, das ist natürlich ein bisschen low, aber da brauchen wir noch viel. Gunpowder Metal Fragments müssen wir natürlich jetzt Unmengen eigentlich craften, damit wir da in der nächsten Folge auch losziehen können und nicht nur 5 Schüsschen haben, weißt du? Ja, das macht ihr mal, ne? Gunpowder brauchst du, oder was? Gunpowder Metal Fragments. Ich habe 49 Gunpowder. Das ist schon mal ganz gut. Gunpowder, ich kann nämlich Granaten da draus machen. Kannst du die craften? Granaten, ja. Boah, geil, dann craftet doch mal eine Granate, Alter. Ich hab das Gefühl, ich kann gar nichts, wenn ich euch so reden höre.
Shit, hätte ich doch jetzt das Paper nicht aufs Paper gezogen. Obwohl ich glaube, braucht man Papier, wenn man das Research Kit anwendet? Das könnte natürlich auch sein. Wäre natürlich lustig. Vielleicht kann man auch einen Plan mitmachen. Geil, hat sich schon wieder was Neues in Rust offenbart. Finde ich super. Und wir gucken mal, ob wir in der nächsten Episode eine Granate craften können. Bis dahin, Freunde. Volle Granate, Granate. Granatäpfelchen, kleines Granatäpfelchen. Soll sehr gesund sein. Gott.